Wir sind hier in den Alpen im Aostatal und wir werden über Wespen reden, über Falken und über Esel. Aber keine normalen Tiere, es sind Roboter. Roboter, die Menschen in Gefahr helfen sollen. All das im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts namens Sherpa. Hook, take off! Drei Jahre Forschungsarbeit stecken dahinter. 7 Universitäten und 2 Unternehmen sind daran beteiligt, die sich mit kognitiven Systemen und Robotertechnik befassen, sowie der italienische Alpenverein. Projektkoordinator Marconi von der Universität Bologna stellt seine Dompteure vor. Das ist Foresta von der Universität Bremen, Jonathan von der Universität Neapel und Michele von der Universität Bologna. Wenn die Vespa abstürzt, ist es sein Fehler. Sie alle finden sich in den italienischen Alpen zusammen. Die Grundidee ist, Robotersysteme zu entwickeln, die Lebensrettern assistieren. In erster Linie Lebensrettern in den Alpen, wie auch sonst wo in Europa. Im Einsatz seien die Lebensretter geistig voll ausgelastet. Busy Genius nennt das Projekt sie. Sherpa-Tiere sollen ihnen zuarbeiten, wie die Falken, Modellflugzeuge und Mini-Hubschrauber, die bis zu 30 Kilo Last transportieren können. Scanner, Wärmebildkameras oder Wasser und Proviant. Vorteile der Falken? Sie können aus luftiger Höhe unwegsames Gelände überwachen. Die italienischen Lebensretter verfolgen das Projekt mit großem Interesse. Eins der großen Probleme bei Sucheinsätzen auf offenem Gelände, ob man nun Wanderer sucht, Pilzesammler oder Menschen, die sich in freier Natur verirrt haben, eins der großen Probleme ist, dass sehr viele Helfer und Ausrüstung benötigt werden. Wenn wir also technische Unterstützung bekämen, würde das sehr helfen. Go ahead, go backwards. Die Sherpa-Wespen sind Drohnen. Man muss dann die Suche zum Beispiel nicht mehr in der Nacht oder bei schlechter Sicht unterbrechen. Wenn ein Hubschrauber nicht mehr fliegen kann, kann eine Drohne immer noch fliegen. Die Modellhubschrauber wurden vor über einem Jahrzehnt in Japan für die Landwirtschaft entwickelt. Ferngesteuert, aber zunehmend autonom. Diese Systeme werden nicht wirklich von Menschen befehligt. Die Menschen definieren die Mission und sagen, die Region interessiert uns, hier wollen wir ein Modell davon. Dann drückt man mehr oder weniger nur noch auf den Knopf und das System generiert Bewegungspläne, um das Gebiet zu scannen. Beim Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen beispielsweise hätte so ein System die Suche erleichtern können. Die Automatisierung soll aber dennoch in Grenzen bleiben. Das wollen auch die Forscher. Wir wollen nicht den Menschen den Lebensretter ersetzen, aber wir wollen ihn mit Technologie unterstützen. Beim Sherpa-Projekt bleibt der Mensch im Mittelpunkt, der Lebensretter, den wir den Busy Genius nennen. Genius, weil er sich durch seine Erfahrung auszeichnet, die zumindest bis heute nicht von Maschinen imitiert werden kann. Landroboter übernehmen als Sherpa-Esel den Lastentransport und sind Andockstationen für die Drohnen. Esel, Wespen, Falken, die neuen Spürhunde für Lebensretter.